Raumanzüge bestehen aus verschiedenen Materialien, Elementen und Funktionsmechanismen, um den Körper im Vakuum zu schützen. Die frostigen Temperaturen und der Sauerstoffmangel sind keine passenden Bedingungen für Lebewesen, um schutzlos umherzuschwirren, ganz abgesehen von den brennenden Sonnenstrahlen und Objekten, die dich möglicherweise erwischen könnten. Der technische Begriff für einen Raumanzug lautet extravehikuläre Mobilitätseinheit. Sie sind extrem belastbar und unverschämt teuer. Die Herstellung eines einzigen Exemplars kostet bis zu 9,2 Millionen Euro. Jeder Raumanzug ist eine Einzelanfertigung, bei der alle Komponenten von insgesamt 80 verschiedenen Firmen hergestellt werden. Die Größe der Einzelteile variiert. Manche passen in eine Hand, andere sind bis zu 75 cm groß. Der Raumanzug besteht aus 18 Teilen und 16 Schichten. Naja, eigentlich sind es 14, aber wenn wir die inneren Schichten hinzuzählen, sind es 16. Raumanzüge haben sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt. Heute sind sie Mini-Raumschiffe in Menschenform. Sie imitieren die Lebensbedingungen auf der Erde, dass der Astronaut nicht im Weltraum ausgesetzt ist. Er enthält ein System zur Sauerstoffversorgung und Ausleitung des Kohlenstoffdioxids. Außerdem ist er ausreichend beständig, um Astronauten vor solarer Strahlung, blendendem Sonnenlicht und winzigen Mikrometeoriten zu beschützen. Die Bedingungen in unserer Atmosphäre sind sehr speziell. Der Anzug verfügt über eine interne Temperaturkontrolle und steht unter Druck. Außerhalb des Raumanzugs herrschen Temperaturen zwischen 120 Grad, aua, und minus 160 Grad. Erst dieser Raumanzug ermöglicht das Überleben außerhalb unserer Atmosphäre. Der Hauptteil des Anzugs ist ein Kühlelement aus Nylon, dehnbaren Spandexfasern und flüssigkeitsgefüllten Schläuchen. Dieses präzise entworfene System besteht aus 100 Meter fest in das Kleidungsstück eingewobenen Schläuchen. Ausgespart sind nur Kopf, Füße und Hände. Kaltes Wasser fließt nah an der Haut durch die Schläuche und reguliert so die Körpertemperatur während des Weltraumspaziergangs. Das kannst du dir wie den Lüfter eines Laptops vorstellen, der verhindert, dass das Gerät überhitzt. An dem Anzug ist das Lebenserhaltungssystem befestigt. Das Lebenserhaltungssystem ist eines der wichtigsten Teile des Anzugs und die Montage muss peinlich genau erfolgen. Alles in diesem Bauteil ist wichtig, um den Astronauten im Weltall am Leben zu halten. Jede Fehlkalkulation kann lebensbedrohlich sein. Darin befindet sich eine Druckluftflasche mit Sauerstoff. Die Sauerstoffflasche versorgt den Astronauten bis zu 7 Stunden lang mit frischer Luft. Ein zweiter Behälter bietet weitere 30 Minuten Atemluft. Astronauten können sich nicht leisten, Sauerstoff zu verschwenden. Daher ist es sehr wichtig, dass sie sich ihre Atemzüge gut einteilen. Ein weiteres Bauteil dient der Ausschleusung des Kohlenstoffdioxids. Dazu gehört ein Filterkanister aus Lithiumhydroxid. Dieser ist ebenfalls an einen Schlauch angeschlossen. Auf diese Weise zirkuliert nie giftiges Kohlenstoffdioxid im Helm und die Luft ist stets sauber. Daneben finden wir den Lüfter, der die Astronauten kühlt, wenn sie sich bewegen. Einen schweren Raumanzug zu tragen, stellt eine große körperliche Anstrengung dar. Auch wenn die Gravitation da oben minimal ist, müssen Arme und Beine trotzdem bewegt werden. Und das kann ganz schön ermüdend sein. Weiterhin gibt es eine Stromquelle und ein Zwei-Wege-Funkgerät für die Kommunikation mit der Basis. Falls irgendetwas schief geht, warnt ein Warnsystem den Astronauten vor Systemfehlern. Oh oh. Und schließlich haben wir noch das Wasserkühlsystem, das die Körpertemperatur reguliert. Ist das Lebenserhaltungssystem montiert, wird es am festen Rumpfbereich des Anzuges befestigt. Der Helm eines Raumanzugs dient als Druckblase und besteht aus stabilem Kunststoff, um den Druck im Anzug aufrechtzuerhalten. Er wird am Halsring luftdicht mit dem Anzug verbunden und ein Belüftungssystem versorgt den Astronauten mit Sauerstoff. Natürlich besteht auch eine Verbindung zum Notfalltank. Während die Astronauten so im Weltall arbeiten, könnten sie Durst bekommen. Daher haben sie einen eingebauten Strohhalm, um Wasser zu trinken. Und da bei der Arbeit im All gerne mal die Sonne blendet, hat der Helm natürlich auch ein Visier mit Goldüberzug, um die Astronauten vor der Sonne zu schützen. Und was wäre ein Raumanzug ohne eine Kamera, um alles zu filmen? Der Zwei-Wege-Funk ist mit dem Lebenserhaltungssystem verbunden und Kopfhörer und Mikrofon sind am Kinnriemen befestigt. So klappt die Kommunikation mit der Basis tipptopp. Aber manchmal kann es im All auch dunkel sein. Eigentlich meistens. Daher gibt es auch eine eingebaute Taschenlampe für die Detailarbeit. Richten wir unseren Blick nun auf den unteren Teil des Anzugs, Hosen und Stiefel.
Von der Taille über das Knie bis zum Knöchel gibt es eine weitere Druckblase aus speziellem Nylongewebe. Der Bereich besteht aus verschiedenen Elementen und Materialien, um bei Weltraummissionen zugleich nutzerfreundlich und stabil zu sein. Eine hübsche Abendgarderobe für den Astronauten von Welt. Man kann die Größe der Ringe an Oberschenkeln und Waden nach Belieben einstellen. Beim Laufen ist das sehr praktisch, wenn man beweglich sein möchte. Die Astronauten tragen außerdem Thermostrümpfe in ihren wanderschuhartigen Stiefeln. Sie enthalten ein Wärmerückgewinnungssystem, um die Zehen angenehm warm zu halten. Der obere Teil des Anzugs ist fest und trotzdem leicht. Er besteht aus Metall und Fiberglas und ist innen mit dem Lebenserhaltungssystem verbunden. Es erinnert an ein T-Shirt, ist aber mit den Armteilen, welche bis zu den Handgelenken reichen, verbunden. Außerdem gibt es eine spezielle Verbindung zu dem Ring für den Helm. Hier befinden sich ein Wasservorrat, Sauerstoffflaschen und ganz viel Technik. Die neueren Raumanzüge haben hinten eine Klappe, durch die die Astronauten einsteigen können. Praktisch. Eine Kontrolleinheit am Brustbereich ermöglicht dem Astronauten, die extremen Bedingungen und den Zustand seiner Versorgungseinheit im Blick zu behalten. Die Handschuhe sind robust genug, um die Astronauten bei der Arbeit außen an der Raumstation zu schützen. Sie sind so genial gebaut, dass sich jeder Finger ganz leicht bewegen lässt. Die Hände sind die Körperteile, die im Weltraum am schnellsten auskühlen. Daher verfügen die Handschuhe über eine Heizung. Der Herstellungsprozess eines Raumanzugs unterteilt sich in viele Schritte und Details. Es ist nicht so, als würde man einen Pulli zusammenschustern. Alles beginnt mit dem Design und der Modellierung. Auf diese Weise kann man sehen, wie er aussehen wird, ohne schon die Materialien beisammen zu haben. Ist das Design abgesegnet, werden die Bauteile besorgt und das kann eine Weile dauern. Wenn dann alles da ist, beginnt die Montage. Aber auch das dauert. Insgesamt werden 7 verschiedene Teile hergestellt und für die Endmontage zur NASA geschickt. Wenn ein Astronaut die internationale Raumstation verlässt, muss er mit einer Sicherheitsleine an der Station befestigt werden, um während der Arbeit nicht ins All abzudriften. Der längste Weltraumspaziergang dauerte 8 Stunden und 56 Minuten. Die Raumanzüge haben einen weiten Weg hinter sich. Während der Apollo 11 Mission konnte Neil Armstrong nicht wirklich gemütlich über den Mond laufen, auch wenn er als der erste Mensch gilt, der über den Mond gegangen ist. Naja, gegangen ist er nicht, eigentlich ist er mehr gehüpft. Neue Erfindungen und Technologien ermöglichen Astronauten nun aber das Gehen und sogar eine Drehung in der Hüfte. Die NASA plant 2024 zum Mond zu fliegen und bereitet dafür bereits 2 neue Raumanzüge mit noch besserer Technologie und Beweglichkeit vor. Das neue Modell heißt XEMU und basiert auf den aktuellen Modellen der Astronauten der ISS. Das neue Design soll den Menschen auch ermöglichen, auf dem Mond zu leben und zu arbeiten. Eine Demonstration zeigte, wie flexibel er im Vergleich zu den Vorgängermodellen ist. Man kann sich in der Hüfte drehen und beugen. Und der Beinbereich eignet sich noch besser für das Laufen. Zu den kleineren Verbesserungen gehören der Verzicht auf Reißverschlüsse und Kabel, um den Staub fernzuhalten.